Nachdem Animus für seine Ich-hasse-Kanacken-Bars bereits von Roos und Manuelsen kritisiert wurde, worauf es allerdings keine Reaktion seitens Animus gab, hat nun gestern massiv ausführlich gegen Animus in dieser Sache Stellung bezogen und diesmal gab es auch direkte Reaktionen von Animus. In der Folge entstand eine ausführliche Diskussion auf Insta zwischen den beiden und genau das schauen wir uns jetzt an, denn ich bin Mr. Rap. Dranbleiben! 8 9 10 Apropos 10, mit dem Code RAP10 gibt's bei SEKPLUS 10% und damit sind dann auch einhändige Klimmzüge gar kein Problem mehr. Vor etwas mehr als 2 Wochen kam die Folge Die Deutschen, der Podcast von Nizza und Shayan, mit Animus zu Gast raus. Hier haute Animus einiges an Bars raus, welche seitdem und vor allem auch gestern für ordentlich Diskussionen sorgten. Unter dem immer wiederholten Mantra Ich hasse Kanacken, welches in diesem Text wirklich sehr oft vorkommt, brachte Animus nämlich Bars wie Ich hasse Kanacken, Gucci tragen doch Leben von der Staatskasse Kanacken, sagen wir kriegen nicht einen Job, weil sie uns hassen Kanacken, während unsere Eltern 5 Jobs hatten Kanacken. Oder auch Clans sagen, die Medien betreiben eine Hetze. Es sind die Medien, wir selber brechen keine Gesetze. Ach so, die Medien, die stehlen die Beute. Frauke Ludewig steigt abends durch die Gebäude. Günther Jauch ist am Schutzgeld erpressen und abkassieren und Hans Meiser ist der Grund, dass man den Notruf alarmiert. Mir tut's am meisten leid für Jungs mit dem gleichen Nachnamen. Denn egal, wo sie sich bewerben, sie ziehen die Arschkarten. Ich hasse Kanacken. Machen mir auf Fighter im Rudel, alleine sind sie alle klein wie ein Pudel. Kein Kanacken juckt es, kriegt sein Bruder einmal eine 1 in der Schule, doch kommen sie aus dem Gefängnis, werden sie weinend bejubelt. Dann geht's noch beispielsweise gegen Zuhälter, Dealer oder Enkeltrickbetrüger. Diese Bars von Animus wurden bereits von beispielsweise Roos oder Manuelsen kritisiert und als zu pauschal oder populistisch bezeichnet und nun hat sich gestern auch massiv öffentlich umfassend dazu geäußert. So veröffentlichte er ein 5 Minuten langes Video auf Instagram, in welchem er sagte, er wolle jetzt ein Thema ansprechen, was ihm bereits seit Tagen auf der Seele liege. Er habe sich diesen Podcast angeschaut von den 2 großartigsten Künstlern Deutschlands, 2 Supertypen und um den Podcast an sich gehe es jetzt auch gar nicht. Aber bei allem Respekt fragt sich massiv dann, warum diesem Thema dort eine Plattform geboten worden sei. Dieses Thema, ich hasse Kanacken, massiv verstehe, worum es da gehe in der Debatte, er komme auch nicht mit jedem klar, es gebe gute Deutsche und schlechte Deutsche und gute Kanacken und schlechte Kanacken, aber darüber richte Gott oder eben die deutsche Polizei, der deutsche Staat. Sich als Kanake dahinzusetzen und zu sagen, ich hasse Kanacken, ich distanziere mich von dem und dem, das sei für massiv falsch. Massiv selber distanziere sich von gar keinem, auch nicht von schlechten Kanacken, denn wenn einer schlecht sei, dann richte ihn eben Gott oder der Staat. Wenn jemand Scheiße baue, gehe er in den Knast und müsse dann damit klarkommen. Er selbst sei nicht da, um irgendjemanden zu richten und er sei auch nicht da, um sich hinzustellen und zu sagen, dass wir der Grund seien, warum hier alles Scheiße sei. Er selber liebe Kanacken, sei mit ihnen aufgewachsen und Kanacken seien der Grund dafür, dass er sei, wie er sei, lebe, wie er lebe und fühle, wie er fühle. Dass in diesem Podcast Animus ein positiver Raum gegeben worden sei, das gehe nicht in den Kopf von Massiv rein. Er wolle es aber gerne verstehen. Dass es schlechte Kanacken gäbe, sei klar, aber das zu thematisieren und damit dem rechten Gedankengut noch mehr Raum zu geben, das gehe nicht in Massivs Kopf rein. Vielmehr müsse man laut Massiv das Positive hervorstellen, das, was Multikulti in die Gesellschaft mit einbringe. Sich aber dahinzusetzen und zu sagen, ich habe einen Kanacken und so weiter, sei für ihn ein absolutes No-Go. Auch sagt Massiv, ihm sei fast die Kotze hochgekommen, dass ein Mensch, ein Rapper, mit dem Finger auf ehemalige Brüder zeige oder auf sein Umfeld zeige und mit gar keinem mehr was zu tun haben wolle, weil er hasse Kanacken. Und seine Erfahrung, also die von Animus, fließe dann in seine Bars ein und jeder klatsche. Er, Massiv, liebe Kanacken und er liebe Deutsche, dieses Thema sei für Massiv ein No-Go. Auch sagt er wundere sich, dass dieser Podcast weiterhin online sei und sie das noch nicht runtergenommen hätten. Damit endet dann die Videoansage. Der Instagram-Beitrag wurde dann von Massiv außerdem mit folgendem Text versehen. Ich liebe Kanacken. Wenn man selbst nicht perfekt ist, sollte man über andere niemals urteilen und niemals sich distanzieren von Menschen, egal ob Deutsch oder Ausländer. Herkunft, Religion und Hautfarbe abzustempeln und zu kategorisieren ist schwach und das Letzte ist es, Menschen in eine Schublade zu stecken, weil die persönlichen Erfahrungen negativ sind, obwohl man das Klischee und das Umfeld künstlerisch wie auch für die coole öffentliche Wahrnehmung komplett jahrelang genutzt hat. Es gibt nur gut und schlecht und wir haben nicht das Recht darüber zu urteilen. Es überrascht mich nicht, dass dieses Thema so polarisiert. Ich habe kein Verständnis für mathematische Schuldzuweisung und sich selbst von allem freizusprechen. Nicht jeder darf das Privileg haben, uns erklären zu dürfen, was ein richtiger Mann ist. Ich liebe
Kanaken, Herz. Support bekommt massiv in den Kommentaren unter diesem Beitrag, unter anderem von Ramo, Manuelsen und auch, interessant, Asche. Manuelsen wiederum teilte das Video auch, was wiederum massiv teilt mit folgenden Worten. Bruderherz, wir werden niemals Brüder, Schwestern und Familien im Stich lassen. Ihre Geschichten sind Teil vom Leben und nicht eine Nummer oder eine Bilanz oder eine Quote. Und folgend daraus entwickelte sich dann zwischen Massiv und Animus via Instagram-Stories eine wirklich ausführliche Diskussion. Zunächst nämlich schreibt Animus in seiner Insta-Story direkt an Massiv folgendes. Also Massiv, hättest du den Podcast ganz geguckt oder zumindest meine Bars, wüsstest du, dass ich über kriminelle Kanaken rappe, genauso wie über Nazis und. Und wenn wir nicht anfangen, unseren Brüdern zu sagen, was falsch ist, Zuhälterei, Drogendealerei etc., wer soll es dann? Du sagst, du liebst alle Kanaken, egal was sie machen, weil sie am Ende Gott richtet, egal was sie machen, Zuhälter, Drogendealer, Enkeltrickbetrüger, Schutzgelderpresser, diese zähle ich nämlich explizit auf. Du hast selber Kinder, stell dir vor, das passiert denen. Egal ob von einem Kanaken oder Nazi, aber von einem Kriminellen, den du in Schutz nimmst. Ich glaube, du bist emotional zu sehr befangen, weil du dich immer noch in diesen Kreisen aufhältst. Ich liebe jeden Ausländer, der es in Deutschland ehrlich zu was bringen will und ich, Kanaken, die durch die Scheiße, die sie bauen, den Ruf von Ausländern kaputt machen. Und dann zu sagen, nehmt den Podcast runter, ist dieselbe Cancel Culture, die versucht hat, dich zu canceln wegen deinen antisemitischen Aussagen. Denk mal darüber nach. Es ist unsere Aufgabe, als große Brüder mit Migrationshintergrund den Kleinen zu sagen, dass Kriminalität der falsche Weg ist. Sonst werden sie immer Aussagen wie deine als Rechtfertigung für ihre Taten nehmen. Liebe geht raus an jeden Ausländer-Deutschen, der es in diesem wunderbaren Land zu etwas bringt mit harter, ehrlicher Arbeit. Gangster sein ist weder etwas, worauf man stolz sein sollte, noch etwas, das man in Schutz nehmen sollte. Ja, Gott richtet uns am Ende, aber er richtet auch diejenigen, die bei Unrecht wegschauen, es schönreden oder sogar in Schutz nehmen. Massiv wiederum antwortete mit folgendem Text. Animus, ich finde nicht alles verkehrt, was du sagst und ich verstehe viele Dinge, die du uns erklären willst. Mir ist aber immer wichtig, wer es sagt und wer es ausspricht und unter welchen Umständen, sonst verliert ein richtiger Ratschlag an Wert. Zum Beispiel, ein Dealer kann mir auch nicht erklären, dass Drogen schlecht sind, wenn er davon selbst seinen Nutzen hat. Ich glaube, deine Person ist momentan ehrlich gesagt nicht in der Position, uns eine richtige Lebenseinstellung zu erklären. Deine Erfahrungen haben von außen betrachtet null Relevanz, da du selbst versucht hast, deinen Nutzen daraus zu ziehen über Jahre hinweg. Lass ein paar Jahre verstreichen und ich nehme jeden gut gemeinten Ratschlag von dir an. Animus wiederum antwortet hierauf, ich habe seit nun mehr als 2 bis 3 Jahren nichts mehr mit der Straße zu tun. Du sagst, lass paar Jahre vergehen, dann gebe ich dir recht und finde deine Aussagen gut. Liest du eigentlich selbst, was du da schreibst? Wenn sich jemand an einem Herd verbrennt, kann er mir genau eine Sekunde danach glaubwürdig schildern, dass es heiß ist und nicht erst Jahre später, wenn seine Narben verheilt sind. Ich glaube, du hast einfach emotional reagiert, ohne Bedacht. Ich wünsche deinen Kindern, dass sie niemals einem dieser Kanaken begegnet, die du da gerade in Schutz nimmst. Und in Klammern, und keinem Kind sonst auf der Welt wünsche ich das. Massiv wiederum antwortet darauf dann, Inshallah, dafür bin ich mit meiner Liebe und Erziehung zuständig. Danke dir für deine Zeit. Das lasse ich dir nicht durchgehen, dass du mir unterstellst, dass ich Zuhälterei gutheiße. Ich verabscheue all das, was du sagst. Und mein Kreis besteht aus gut erzogenen, qualitativ sehr starken Menschen mit großen Herzen. Also in Schutz nehme ich keinen, sondern weiß, wem ich Liebe gebe und verlange nichts, um mich zu vergrößern für die Außenwelt. Animus wiederum repostet das und schreibt hierzu, jeder 15-Jährige, der in deine Insta-Freundesliste guckt, findet Leute aus dem Rotlichtmilieu und anderen Kreisen. Verstehe nicht, wieso du dich absichtlich so blind stellst. Erst sagst du, du liebst alle Kanaken, jetzt liebst du sie doch nicht und lässt mir nicht durchgehen, dass ich deine eigenen Worte wiederhole. Also Bro, beim nächsten Mal einfach durchatmen und zweimal überlegen, bevor du so ein Statement-Video machst. Massiv wiederum erwidert, ich liebe alle Kanaken. Das ist mein Statement. Wenn ich das sage, muss ich nicht erwähnen, dass es auch schlechte gibt und ich sie nicht liebe und mich von denen distanzieren muss. Wünsche dir trotzdem nur das Beste. Übrigens habe ich dich damals als Nummer 1 Texter und Partner für Bushido vorgeschlagen und deine Fähigkeiten unterstrichen und dich als Künstler unterstrichen. Ich lese richtig und handle immer im Sinne vom Recht. Abschließend schreibt Animus dann, kein Problem, ich wünsche dir und deiner Familie auch nur das Beste, hast mir immer viele positive Nachrichten geschickt über die Jahre und das rechne ich dir auch hoch an. Gott sei Dank muss man nicht bei allem im Leben einer Meinung sein, um koexistieren zu können. Alaikum Salam. Und die letzten Worte an Animus von Massiv lauten dann, Hamdullah für alles, wir sind alle nicht perfekt, will und wollte in dieser Debatte nur meine Sichtweise dazu erklären, weil ich denke, es ist notwendig. Zuletzt gibt es dann noch eine Story von Massiv aus dem Auto, in welchem er Folgendes sagt.
Wenn er nämlich sage, er liebe Amerika, dann könne er auch nicht direkt danach sagen, aber ich hasse die Leute aus den Ghettos, die Drogendealer und so weiter. Wenn er sage, er liebe Deutschland, dann könne er auch nicht sagen, ich liebe Deutschland, aber ich liebe nicht die Strukturen der Großfamilienknast und so weiter. Und wenn er sage, er liebe Kanaken, dann müsse er da auch kein Aber hinten dranhängen. Und damit endete dann diese Diskussion zwischen Animus und Massiv gestern auch wieder. Zusammenfassend kann man wohl sagen, dass auch Massiv hier Animus diesen Pauschalitätsvorwurf macht, und für mich klingt es so, dass unterm Strich der Kritikpunkt darin liegt, dass Animus hier Kriminelle kritisieren will, aber halt nur anhand der Kanaken, was natürlich den Blickwinkel bedient, dass gerade diese irgendwie als einzige oder besonders kriminell seien. Obwohl ja auch Deutsche kriminell sein können, und noch eine Ebene höher, diese Ausländer oder Deutsche, ihr und wir Unterscheidung, die sich ja leider auch durch diese Folge jetzt gezogen haben, an sich ja eigentlich auch schon problematisch ist. Was ist eure Meinung zur ganzen Sache? Schreibt es mir gerne in die Kommentare, und ansonsten sage ich Danke an alle Supporter, denn das war's von mir. Abonnier und aktivier die Glocke.